Herzlich willkommen bei der Begehung unseres ersten Live-Design-Hotels und ich werde, falls du dich als Co-Investor interessierst oder hier später vielleicht mal deinen Urlaub auf Mallorca verbringen möchtest, mit dir einen kleinen Rundgang wagen. Auf alle Fälle kann ich eins schon verraten. Wir sind gerade dabei am Rechnen, machen wir hier ein klassisches Live-Design-Hotel rein oder machen wir vielleicht Wohnen für Senioren. Beides hat seine Reize. Wir bemühen uns gerade, die Bettenkonzession hier uns zu sichern. Und das Gebäude ist natürlich renovierungsbedürftig, aber es gibt sehr viele schöne alte Stilelemente und da möchte ich dir das eine oder andere jetzt zeigen, indem du mitkommst. Ja, wir sind aktuell noch mitten in der Due Diligence, deswegen verraten wir noch nicht, wo es genau ist. Aber eins kann ich dir schon sagen, wir sind hier nicht weit vom Flughafen Palma entfernt und zwar genau, ja, soll ich dir sagen, also unter 17 Minuten. Jetzt kannst du das aussuchen. Ja, das muss hier die Master Suite gewesen sein. Wir haben hier eine güldene Stuckdecke, denkmalgeschützt auch hier mit Gold. Wir haben hier, das war der Master Bedroom, da steht sogar noch ein Himmelbett drinnen. Ja, wenn es in Venedig wäre, dann könnte man sich jetzt Giacomo Casanova vorstellen, wie er sich hier gerade runterlässt irgendwo. Ja. Und hier ist natürlich dann der Master Bedroom, der Master Bathroom gewesen und vorne noch ein zweites, also es gibt zwei Badezimmer meines Wissens hier. Zwei Bäder en suite und hier noch ein kleinerer Raum, zum Beispiel möglicherweise damals das Kinderzimmer. Ja, im Moment alles ein bisschen schmutzig, logischerweise. Muss ausgehöhlt werden und renoviert, aber wie gesagt, es gibt einige Stilelemente, die sind erhaltenswert, auch die alten Türen zum Beispiel. Mit diesen schönen Gläsern. Ja, hier schauen wir jetzt in einen romantischen, schönen Innenhof. Bisschen verwildert, aber so. Ich glaube, ich muss Dornröschen aus dem Schlaf geweckt worden sein. Ja, wir sind jetzt hier auf der anderen Terrasse, der Blick von der anderen Seite in den Innenhof. Hier hinten könnte man zum Beispiel einen netten Aufenthaltsraum machen. Je nachdem, was es wird, ob es ein Seniorenwohnheim wird oder ein Hotel. Es könnte ein Seminarraum sein, es könnte ein Frühstücksraum sein. Ja, das Dach ist teilweise neu gedeckt worden und hier siehst du, wie massiv diese Innenwände sind. Hier war mal der Indoor-Pool, den könnte man auch wieder herstellen hier, in Kombination mit Sauna vielleicht. Besonders gut, wenn es ein Hotel würde für die Radfahrer beispielsweise. Und wir werden natürlich versuchen, draußen einen Outdoor-Pool zu machen, entweder hier im Garten oder am Dach. Das gibt es nämlich noch nicht. Ja, also hier kann man sich vorstellen, dass die Szene Rapunzel lass dein Haar herunter gedreht wurde. Ja, wichtig ist, dass man jetzt zeitnah hier mit der Renovierung beginnt. Du siehst, es beginnt hier schon die Balustrade teilweise abzufallen. Also man muss jetzt sichern hier die Bausubstanz und muss das, was beschädigt ist, neu aufbauen.
das Bestehende renovieren. Und ich denke mal, dass wir grundsätzlich in den nächsten 6-7 Wochen Klarheit haben werden, ob wir das Projekt grundsätzlich machen oder nicht. Und dann ist die zweite Phase, wo wir prüfen werden, geht es in Richtung Hotel, klassisches Hotel, Kombination, also Live-Design-Hotel, Wellness in Kombination mit Seminaren. Oder geht es hier stärker in die Richtung, dass wir für eine Art Seniorenresidenz errichten, gehobenes Level von Menschen, die noch gut in Form sind, die aber in Deutschland, Österreich, Schweiz ihre Häuser, ihre Wohnungen entweder verkauft haben oder zumindest den Winter nicht in kalten Deutschland oder Österreich oder Schweiz verbringen wollen. Wir haben übrigens heute, wir stehen hier, Alex könnte jetzt nicht sehen, aber der hat hier kurzes T-Shirt an. Wir haben jetzt, schätze ich, 22 Grad hier in der Sonne. Und ja, in Deutschland hat es 6 Grad heute mal gerade. In München bei strömendem Regen. Und in Wien ist es nicht viel besser, habe ich vorher auch telefoniert. Auch Regen und kalt, also auch irgendwie so um die 7 Grad rum. Im Verhältnis jetzt zu hier. Ne? Ja, Leute, genießt einfach hier auf der Sonneninsel mit uns die kalte Jahreszeit.